Bis in die 60er Jahre war Gotteslästerung strafbar. Dann wurde Gott im Text gestrichen. Auf alle Fälle aber kann und muss der Staat durch das Strafrecht darauf dringen, dass die Religion und das wesentliche Objekt religiöser Verehrung nicht beschimpft, verspottet oder verunglimpft wird. So wurde es beschlossen. Doch ob Popstar Madonna als Gekreuzigte, Jesus Christus als Kunde bei einem Möbelhaus, wie hier in einer Fernsehsatire, oder das Abendmahl als erotisches Werbemotiv. Religiöse Symbole sind Spott und Ironie ausgesetzt. Freiheit der Kunst oder strafbar? Das Strafgesetzbuch kann im Zweifel ahnden, wenn sich Gläubige verletzt fühlen. Wer öffentlich den Inhalt des religiösen oder weltanschaulichen Bekenntnisses anderer beschimpft, wird mit Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. Dieses Elend, das Sie hier erleben müssen, mindestens irgendwann mal abgelöst wird durch ein höheres Glück. Rauben Sie den Menschen jetzt diesen Glauben und diese Aussicht? Wenn man das nur kritisieren würde und nicht versuchen würde, eine Alternative dazu zu entwickeln, dann wäre das sicherlich problematisch. Aber wir haben ja Alternativen. Also gut, wir können jetzt nicht den Leuten versprechen, dass sie eben nach dem Tod weiterleben. Das ist sehr unwahrscheinlich, widerspricht all unseren Erkenntnissen in der Hirnforschung. Unsere Persönlichkeit ist halt verknüpft mit diesen neuronalen Schaltmustern in dem blumenkohlartigen Gewebe, das wir in unserem Schädel mit uns herumtragen. Das können wir nicht versprechen. Andererseits muss man ja auch sagen, das ist eine sehr europäische Sichtweise, dass man unbedingt eine ewige Verlängerung für dieses Leben braucht. Wenn man sich das bewusst macht, was das bedeutet, ist es auch nicht so toll. Der Himmel wäre wahrscheinlich so eine Art Hölle. Wir haben ja diesen Satz, nichts ist schwerer zu ertragen als eine Reihe von guten Tagen. Und wenn schon eine Reihe von guten Tagen schwer ist, dann stellen wir sich vor, was es bedeutet in Jahren, Jahrzehnten, Jahrhunderten, Jahrtausenden, Jahrmillionen. In Jahrmillionen, selbst wenn wir im Himmel jeden Tag eine Orgie feiern könnten, das würde sich ewig gleich wiederholen und ich glaube schon nach 10.000 Jahren würden die meisten dann sagen, lieber Schöpfer, erlöse mich von dem Fluch der Unsterblichen. Die ein Kind haben, das todkrank ist, suchen Zuflucht zum Glauben. Das nehmen Sie ihnen. Das ist etwas, was ich ganz schwer verstehen kann, denn wenn, nehmen wir an, mein Kind ist an Leukämie erkrankt, dann, wenn ich mir vorstelle, dass das letztlich von einem guten, lieben, allmächtigen Gott gemacht wurde, dann bringt mich das in ganz große Probleme. Ich muss das schon sehr stark umdeuten. Also wenn man genau mal da nachfragt, wird man feststellen, dass viele Menschen, glaube ich, mit dem Konzept, dass das wirklich Zufall war, dass das niemand intendiert hatte, dass es keinen Plan dafür gab, für dieses schreckliche Schicksal, dass die meisten Menschen damit besser klarkommen können, als wenn sie sich vorstellen, ja, mein Kind stirbt, weil ich vielleicht irgendwas falsch gemacht habe. Ich habe 3 erwachsene Kinder, die sind 23, 25 und 28. 2 wollten 2000 getauft werden, weil sie ein eigenes Gotteserlebnis hatten. Und der Älteste, der ein erfolgreicher Jungunternehmer ist, ist auf dem Weg zur Taufe. Nicht, weil ihm seine Mama gesagt hat, liebes Kind, werde doch katholisch, sondern weil auch er eine Wahrheitssuche in sich hat und weil er vor allem sieht, die Menschen sieht, die Menschen kennenlernt, die den Glauben leben. Und das heißt, die sind daran bestrebt, die nach Wahrheit und dem Guten sich auszurichten. Und das ist überzeugend. Und das tut die Religion auch. Also wenn wir wirklich über Wahrheit sprechen, dann muss man doch eingestehen, als ein religiöser Mensch, dass sich diese religiösen Heilserzählungen fast in jedem Punkt getäuscht haben. Sie gingen davon aus, Sie haben Giordano Bruno Stiftung, heißt unsere Stiftung. Sie haben Giordano Bruno verbrennen lassen, weil er etwas schon damals erkannt hat, was richtig ist. Weil er die Gottessohnschaft Jesu geleugnet hat. Ach. Und deswegen ist er verbrannt worden. Nein, er ist aus verschiedenen Gründen, verbrannt worden. Aber es geht mir jetzt darum, dass ich kann es nicht verstehen. Sie haben einen Glauben, der jeglicher wissenschaftlichen Erkenntnis völlig widerspricht. Sie glauben an einen Schöpfer. Wieso glauben Sie glauben an eine Wissenschaft? Die Wissenschaft... Warum? Ist auch ein Glaube. Ja. Sie benutzen technische Apparate. Wir sitzen hier in einem Studio, das nur auf der Basis wissenschaftlicher Erkenntnis, rationaler Logik und Empirie geschaffen werden können. Und in Ihrem ganzen Alltag nutzen Sie diese Technologie, die aus der Aufklärung erwachsen ist. Und jetzt ist das Problem. Wir bedienen diese Technologie.
mit weltanschaulichen Mythen aus einer archaischen Hirtenkultur. Und das funktioniert auf Dauer nicht. Wir verhalten uns wie Fünfjährige gegen die Dschungel. Ihre Gedanken sind schon längst veraltet. Das glaube ich. Die heutige interessantes Statement gebracht, Ihnen fehlen nämlich die Gläubigen. Und darüber sollten wir meines Erachtens reden. Was sind denn die Gründe dafür, dass die Menschen nicht da sind? Und das liegt zum Teil an den Themen, die wir heute diskutiert haben. Aber ich stimme zu, wir sollten tiefer diskutieren. Denn es geht doch letztlich um diese Frage, wie glaubwürdig ist überhaupt dieses gesamte Bekenntnis? Sie haben die ganze Zeit davon gesprochen, dass Gott Freiheit den Menschen der menschlichen was... Person, ja, solche Dinge. Und da muss man doch sagen, das Grundproblem ist doch heute, dass die Kirche Wahrheiten anbietet, die in einem starken Widerspruch zu dem stehen, was wir heute über das Universum wissen. Zum Beispiel behauptet die Kirche mit ihrer Lehre notwendigerweise, dass der Mensch die Krone einer göttlichen Schöpfung ist. Dabei sind wir sehr wahrscheinlich nur die Neandertaler von morgen. Und das sind die Ergebnisse, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Wir wissen, dass in 500 Millionen Jahren keine höhere Lebensform mehr auf diesem Planeten leben wird. In 2 Milliarden Jahren ist es ein reiner Wüstenplanet, die Erde. Das heißt, wenn ein Gott so etwas konzipiert hat, dann muss man sich ja fragen, warum hat er das getan? Wie passt das noch zu Ihren Überzeugungen? Oder Sie stellen sich immer dahin, als wäre schon von Anfang an das Christentum gedacht gewesen. Aber Homo sapiens gibt 200.000 Jahre. Davon haben wir 99% sind wir ohne Christentum ausgekommen. Aber weil Sie einen so beschränkten Ausschnitt aus der Wirklichkeit sich nehmen, kommt Ihnen das Christentum so unglaublich bedeutend vor. Auch unsere Spezies ist nicht so bedeutend. Hinter dem ganzen christlichen Glauben, das war einer der Gründe, warum ich nicht Theologie studiert habe, steckt doch ein Größenwahn dieser Spezies. Wir bilden uns ein, dass der imaginäre Schöpfer des gigantischen Universums sich ausgerechnet in unserer zufällig entstandenen und bald wieder aussterbenden Primatenart inkarniert hat. Das ist doch ein Größenwahn ersten Ranges. Ich kann mir gar nicht vorstellen, wie man sowas noch glauben kann. Was doch wirklich ein Problem ist, eigentlich haben Sie ja erkannt, dass die Bibel wie der Koran, dass das menschengemachte Texte sind, die in einer bestimmten Zeit entstanden sind. Aber weil Sie gläubig sind, müssen Sie so tun, als seien diese Schriften, die genauso menschengemacht sind wie die Schriften von Homer, die Schriften von irgendwelchen Philosophen, etwas so Besonderes, dass da eine größere Weisheit drin steht. Es steht keine größere Weisheit drin. Die Menschenrechte, die Demokratie, die Gleichberechtigung von Mann und Frau, all diese Werte, all diese entscheidenden Errungenschaften der Moderne mussten erkämpft werden gegen diesen Text. Die Frauenbewegung war keine religiöse Frauenbewegung, sie war sozialistisch und sie war bürgerlich, aber meistens von religionsfernen Frauen getragen. Und heute tun sie so, als würde das alles schon in der Bibel drinstehen. Da steht es nicht drin. Sie bemühen sich mit Exegese. Was ist Exegese? Ist der Versuch, genau das Gegenteil aus dem Text zum Teil herauszulesen zu können, damit man irgendwie sich noch als Christ bezeichnen kann. Ja. Sie bemühen sich, irgendetwas in Texten zu finden, um sich dadurch, aber eigentlich sind Sie eine Frau, die an Gleichberechtigung, an Demokratie und all diesen Dingen interessiert ist, und es ist eigentlich völlig egal, ob dazu ein Text in der Bibel steht oder nicht. Die hat keinen besseren Ich kann dazu sehr gerne etwas sagen. Ich wundere mich über Ihre Emotionalität und ich kann Ihnen sagen, ich bin in einer Gesellschaft aufgewachsen, in der das, was Sie sagen, die herrschende Meinung war. Und jetzt gucken Sie mal in die östlichen Bundesländer, wie es da aussieht. Da haben wir national befreite Zonen, da haben wir ganze Regionen, wo Menschen überhaupt kein Wertegerüst, kein Wertekostüm mehr haben, überhaupt nicht mehr wissen, woran sie sich halten sollen. Danke, das hatte ich wirklich 22 Jahre, so alt war ich nämlich, als die Mauer fiel. Und ich habe da überhaupt keine Lust auf diese Argumentation, zu sagen, es hätte alles, was wir an historischen Kenntnissen haben, das hätte jetzt alles überhaupt nichts mit der Bibel zu tun und wäre alles gegen die Bibel. Es ist auch mit Menschen erkämpft worden. Ja, so reden Sie aber. Nein, und ich meine, das sind Ihre Argumentationslinien. Entschuldigung bitte, der Atheismus. Es ist wie eine Hölle auf Erden. Von den 35.000 Bewohnern fällt jeder Zweite dem Gemetzel zum Opfer. Da ist nichts als Morden, Brennen, Plündern, Peinigen und Prügeln gewesen.
Viele tausend unschuldige Menschen, Weiber und Kinder, sind kläglich ermordet und auf vielerlei Weise erbärmlich hingerichtet worden, so dass es mit Worten nicht beschrieben und mit Tränen nicht beweint werden kann. So ein Augenzeugenbericht. Stumme Zeugen der Katastrophe im Magdeburger Dom. Sie haben das Grauen unbeschadet überstanden, aber scheinen bis heute den Untergang ihrer Stadt zu betrauern. Und der Stalinismus war eine Religion mit allen Eigenschaften, die eine Religion haben kann. Es gab heilige Schriften, es gab Propheten, die den Zugang zur absoluten Wahrheit hatten. Es gab Priester, die diese Wahrheit verkündeten. Es gab natürlich Ketzer, die diese Wahrheiten in Frage stellten. Und es gab vor allen Dingen Inquisitoren, die jeden zur Rechenschaft gezogen haben, der diese Position nicht vertreten hat. Also das Motto aller Inquisitoren galt natürlich auch für den Stalinismus. Du wirst dran glauben oder du wirst dran glauben. Dann haben wir mit dem Nationalsozialismus natürlich eine Zeit, in der fast 99% Christen waren. Und die Deutschen sind in zwei Weltkriege gezogen und hatten auf dem Koppelschloss der Soldaten Gott mit uns. Das ist ja eine der Geschichtsverfälschungen schlechthin, dass man so tut, als wäre der Nationalsozialismus etwas prinzipiell Antichristliches gewesen. Wenn man Mein Kampf liest, Hitler schreibt es sehr deutlich, er versteht sich als derjenige, der die Erlösungstat Jesu zu Ende führt. Ja, das ist sehr deutlich formuliert. Und die Bischöfe beider Kirchen haben zur Unterstützung des Führers aufgerufen. Also, und nach dem Dritten Reich hat die katholische Kirche auch noch dafür gesorgt, dass die SS-Schergen nach Südamerika auswandern konnten. Man hat dafür gesorgt, dass Hitler an die Macht kam. Man hat die Zentrumspartei, das war eine katholische Partei, die hat Hitler die Stimmen gegeben zum Durchdrücken des Ermächtigungsgesetzes, hat sich dadurch das Reichskonkordat und alles weitere gesichert und damit auch die Privilegien, von denen die Kirche heute noch existiert. Also so einfach ist es nicht, den Totalitarismus jetzt in Richtung Atheismus zu schieben. Aber wie gesagt, das Entscheidende ist, der Atheismus darf nicht zu einer Religion werden. Warum wird der katholische Pfarrer Dr. Philipp Häuser ein fanatischer Nazi? Was treibt den Priester Josef Roth in die SA? Wieso wird ein gewöhnlicher Wehrmachtspfarrer wie Ludwig Müller evangelischer Reichsbischof? Warum bezeichnet sich der Abt Alban Schachleiter als einziger Freund Hitlers? Weshalb wird der Priester Albert Hartl SS-Sturmbannführer? Es gab Pfarrer, die begeisterte Nationalsozialisten, skrupellose Karrieristen oder auch nur feige Opportunisten waren. Immer aber waren sie ein verlässliches Teil im Räderwerk des NS-Staates. Unsere Verhandlungen sind geführt im Geist des Vertrauens und im Geist guter Kameradschaft. Ich bin gewiss, dass auch die Überführung der evangelischen Jugend in die Hitlerjugend von demselben Geist getragen werden wird. Gott, der Herr, segne unsere Kirche, er segne unser heißgeliebtes deutsches Vaterland. Papst Pius XI. Schätzt Hitler nicht. Daraus macht er kein Hehl. Aber er will seine Kirche in Deutschland sichern. Schon 1933 schließt er ein Konkordat, einen Staatsvertrag mit den deutschen Machthabern ab und entmachtet damit den politischen Katholizismus in Deutschland. Pius schickt seinen Außenminister, den Staatssekretär Pacelli, vor. Pacelli kennt Deutschland aus früheren Jahren gut. Der Mann, der später Papst werden wird, habe sogar eine Schwäche für die Deutschen, so sagen viele. Am 8. Juli 1933 unterzeichnet er den Vertrag. Viele deutsche Katholiken sind entsetzt. Es ist Hitlers erster diplomatischer Erfolg. Noch andere werden Hitler die Steigbügel halten. Am Völkerschlachtdenkmal Leipzig im Sommer 1934. Eine Versammlung der protestantischen deutschen Christen. Der evangelische Reichsbischof Müller, der Volksmund nennt ihn spöttisch den Reibi.
Auf Hitlers Geheiß soll er die Macht in der Kirche übernehmen, soll er für die geistige Gleichschaltung der Protestanten sorgen. 40.000 sind an diesem Tag gekommen, ihm zuzuhören. Der Reichsbischof predigt heldische Frömmigkeit, die schreckliche Mischung aus christlicher Tradition und nationalem Pathos. Wer sich selbst nicht helfen kann, dem hilft auch Gott im Himmel nicht. Wir sehen in Rasse, Volkstum und Nation uns von Gott geschenkte und anvertraute Lebensordnungen. Markige Worte. Ein Treffen der katholischen Sturmscharen, einer elitären Jugendbewegung 1932. Sie geben sich betont kämpferisch. Viele Katholiken träumen von einem neuen Reich. Sie meinen das Reich Gottes auf Erden. Aber sie bekommen das Reich Hitlers. Katholizismus und Nationalpathos. Das Kreuz, Blut und Boden vermischen sich zu einer gefährlichen Mixtur. Deutschland, du Wort voll Sinn und Geheimnis, Licht und Dunkel, voll Gefahr und voll Hoffnung. Was ist Deutschland? Es ist der deutsche Staat, das Reich, das neu gebaut werden will, aus deutschem Blut und Boden, Willen und Wesen. Werdendes Reich, das ist Deutschland, unser Deutschland. Alles für Deutschland, Deutschland für Christus. Hey! Am 1. September 1939 beginnt Deutschland den Zweiten Weltkrieg. Die deutsche Wehrmacht marschiert in Polen ein, ohne Kriegserklärung. Die Kirchen erheben keinen Protest gegen den Krieg. Ein evangelisches Kanzelwort zum Erntedankfest 1939. Aber der Gott, der die Geschicke der Völker lenkt, hat unser deutsches Volk in diesem Jahr noch mit einer anderen, nicht weniger reichen Ernte gesegnet. Der Kampf auf den polnischen Schlachtfeldern ist beendet. Wie könnten wir Gott dafür genugsam danken? Wir danken ihm, dass uralter deutscher Boden zum Vaterland heimkehren durfte. Wir danken ihm, dass die Bahn freigemacht ist für eine neue Ordnung der Völker. Ebenfalls im September 1939 beginnt die Ermordung behinderter Menschen. Nach Nazi-Diktion die Vernichtung lebensunwerten Lebens. Beide Kirchen werden darüber durch Mitarbeiter ihrer sozialen Einrichtungen informiert. Die Reaktion ist zunächst verhalten, denn beide Kirchen hatten sich in der Vergangenheit für Mittel der Rassenhygiene wie der Zwangssterilisierung aufgeschlossen gezeigt. Ein Wort an die erbkranken evangelischen Taubstummen. Du darfst dein Gebrechen nicht noch weiter auf Kinder oder Großkinder vererben. Du musst ohne Kinder bleiben. Gehorche der Obrigkeit. Gehorche ihr auch, wenn es dir schwer wird. Denke an die Zukunft deines Volkes und bringe ihr dieses Opfer, das von dir gefordert wird. Vertraue auf Gott. Im Volk rumort es. Zu viele Menschen verlieren ihre Angehörigen. Trotzdem diskutieren Anstaltsleiter evangelischer diakonischer Einrichtungen sogar, an der Euthanasie mitzuwirken. Es sind nur wenige evangelische Pfarrer und Kirchenangestellte, die mutig gegen die NS-Propaganda Stellung beziehen. Wer Unkraut verhindert, fördert das Wertvolle. Das jüdische Volk stellt einen besonders hohen Prozentsatz an Geisteskranken. Auch für sie müssen gesunde deutsche Volksgenossen arbeiten. Wenn wir heute das große Gesetz von der Auslese mit humanen Mitteln künstlich wiederherstellen, dann stellen wir damit die Ehrfurcht vor den Gesetzen des Schöpfers wieder her und beugen uns vor seiner Ordnung. Laut Protokoll einer Besprechung in der Kanzlei Hitlers über den Mord an Behinderten ist eine Tötung von etwa 70.000 geisteskranken und körperlich missgebildeten Menschen vorgesehen. Die Bischöfe von Galen und von Preising predigen mutig gegen das Töten Behinderter. Wenig später geißeln fast alle ihre Amtsbrüder im Entwurf zu einem Hirtenbrief die Euthanasieaktion als Mord. Aber der Vorsitzende der Bischofskonferenz, Kardinal Bertram, vereitelt das Hirtenwort und leitet es schließlich in deutlich abgeschwächter Form als Denkschrift an die Reichsregierung weiter. Das Schreiben des Kardinals kommt zu spät.
Bereits 4 Monate zuvor hatte das Regime die Mordaktion weitgehend abgeschlossen. 6 Monate nach Kriegsende, im Oktober 1945, verfasst die Evangelische Kirche Deutschlands das Stuttgarter Schuldbekenntnis. Darin räumen die Kirchenführer ein, nicht alles getan zu haben, was die Situation jeweils erfordert hätte. Sie gestehen, nicht mutiger bekannt, nicht treuer gebetet, nicht fröhlicher geglaubt und nicht brennender geliebt zu haben. So erwecken sie den Eindruck, ihre Haltung sei trotz allem mutig und tapfer gewesen. Die katholischen Bischöfe beklagen in einem Hirtenbrief einzelne Katholiken, die sich von den falschen Lehren des Nationalsozialismus betören ließen. Insgesamt aber entsteht der Mythos eines unbeirrbaren katholischen Widerstands. Dazu trägt der Münchner Weihbischof Johannes Neuhäusler bei. In seinem zweibändigen Werk Kreuz und Hakenkreuz betont Neuhäusler fast auf jeder Seite, es gab Widerstand. Es gab starken Widerstand beim Papst, bei den Bischöfen, beim Klerus, bei den Laien. Der Widerstand gegen den Nationalsozialismus und das Hitlerregime war immer und überall. So fing eine Legende an, die sich über Jahrzehnte fortgesetzt hat, sodass keiner mehr daran dachte, auch kein Bischof, vielleicht im stillen Kämmerlein seines Herzens schon, aber auf keinen Fall in der Öffentlichkeit den Widerstand der Kirche, das Nein zum Nationalsozialismus in Frage zu stellen. Die Täter trauen sich allmählich wieder aus den Trümmern hervor. Mit den Kirchen verbindet sie noch immer das Bekenntnis zu Glauben und Antikommunismus. Die evangelische Kirche richtet eine geheime Denkschrift gegen die Kriegsverbrecherprozesse vor amerikanischen Militärgerichten. Jetzt macht sie sich zur Fürsprecherin der Gerechtigkeit Gottes, die sie für alle Menschen, also auch für Nazi-Verbrecher, einfordert. Der österreichische Bischof Alois Hudal, Rektor des römischen Priesterkollegs Santa Maria dell'Anima, betätigt sich als eifriger Fluchthelfer für Nazis. Er versorgt die Flüchtigen mit Ausweiskarten und kümmert sich auch sonst um die Logistik der Fluchthilfe. Seine im Dritten Reich erschienenen Elemente des Nationalsozialismus legt die Verteidigung bei den Nürnberger Prozessen als objektive Würdigung der positiven sozialen Gedanken des Nationalsozialismus vor. Hudal wird nie zur Rechenschaft gezogen. Der Vatikan finanziert Flüchtlingsorganisationen aller Art. Kriegs- und Nazi-Verbrecher werden über Genua und Barcelona in den meisten Fällen nach Lateinamerika geschleust. Die Pfarrer für Hitler bleiben, lehren, predigen. Über ihre Verstrickung in den NS-Staat breitet sich der Schleier des Vergessens.